Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen. Ich muss sagen, ich bin selten so schön anmoderiert worden. Vielen Dank, Frau Delke, dafür. Meinen Namen hat sie ja bereits kundgetan. Da muss ich, glaube ich, nicht so ganz viel dazu sagen. Gehen wir mal hier weiter. Die Technik. Ah, okay. Vielleicht einen ganz kurzen Werbeblock zu unserem Unternehmen. Die AAG ist ein Saarbrücker Unternehmen. Wir sitzen in der Feldmannstraße. Feldmannstraße ist auf dem Weg vom, also wenn man mal vom Gericht zum Gefängnis hochfährt oder hochfahren muss, dann kommt man bei uns auch mal vorbei. Wir haben auch eine Niederlassung in Luxemburg und wir befassen uns mit ganzheitlichem Kundenmanagement. Was das ganzheitliche Kundenmanagement heißt oder was wir darunter verstehen, da möchte ich die nächsten Minuten oder die nächste halbe Stunde drauf verwenden. So, okay. Zum Werbeblock gehört natürlich ein kurzer Blick noch auf einen Auszug aus der Kundenliste. Sie sehen also, wir sind für kleine, mittlere, aber auch größere Unternehmen unterwegs. Wir betreiben einen der größten Kundenclubs, B2B-Kundenclubs der Republik für die BASF beispielsweise. Wir sind sehr viel unterwegs für die Firma Wagner. Dort Wagner Tiefkühlprodukte ist jedem ein Begriff. Dort also im Bereich Internet, Social Media und so weiter, aber auch für viele andere Unternehmen. Das ist wie gesagt nur ein kleiner Auszug. Gut, wenn wir über ganzheitliches Kundenmanagement sprechen, dann sollte man vielleicht erstmal nochmal definieren, was versteht man denn so eigentlich allgemein unter Kundenmanagement? Kundenmanagement, ganz trocken formuliert, ist die kundenorientierte Ausrichtung eines Unternehmens auf mögliche neue Kunden und auch auf Strategien und Werkzeuge, um bestehende Kunden zu analysieren, gute von weniger guten Kunden zu unterscheiden und möglichst langfristig zu binden. Kurz gesagt, könnte man das auch so sagen, Kundenorientierung bedeutet Kunden finden und Kunden binden. Ich unterstelle jetzt mal, der Herr unten im Bild wird der Kunde sein und ich kann mir vorstellen, so wie der aussieht, wird er sich nicht wirklich glücklich fühlen. Das hat halt so seine Gründe in der Begrifflichkeit Kundenbindung. Ich habe da so ein bisschen Schwierigkeiten mit und da wollen wir jetzt vielleicht mal einen Blick drauf werfen. Sie erinnern sich, also zumindest die Älteren unter Ihnen, so wie ich, erinnern Sie sich sicherlich noch an die 60er oder 70er Jahre Größen, in dem Falle Kuhlenkampf und Frankenfeld. Das waren Fernsehgrößen, die damals Riesenstars waren, vergleichbar heute sicherlich so mit Thomas Gottschalk oder Jauch und so weiter. Was die damals gemeinsam hatten und was sie von heutigen Fernsehstars unterscheidet, die hatten 80% ständig, um die 80% Einschaltquote. Die waren sicher klasse, ob sie besser oder schlechter waren als ein Gottschalk, keine Ahnung, vermag ich nicht mehr zu beurteilen. So gut kann ich mich an diese Zeit dann doch nicht mehr erinnern. Gottschalk beispielsweise hat mit seinem Wetten, dass als der Fernseh- oder Showstar der letzten Jahre Einschaltquoten von maximal 40% eingefahren. Am Ende waren es dann irgendwie noch so knapp unter 20. Mittlerweile, der Nachfolger ist wahrscheinlich noch weiter abgesagt. Das lag möglicherweise an den unterschiedlichen Formaten. Im Wesentlichen lag es aber sicherlich daran, dass ich damals zu Kuhlenkampf oder Frankenfeld schlichtweg keine Alternative hatte. Das heißt, es gab neben dem ZDF noch irgendwas in der ARD, irgendein 30er-Jahre-Krimi, hochspannend. Aber ansonsten gab es vielleicht noch Telekolleg, mittags von 17:30 bis 20 Uhr, das war es. Also ansonsten blieb mir da nicht viel Auswahl. Das hat sich geändert. Anfang der 80er Jahre, Anfang 84 sind dann so RTL, Sat.1, die privaten Fernsehsender aufgetaucht. Und mit dem Effekt, dass ich heute natürlich über 100, also ich glaube, mein Vater hat einen Receiver mit 2000 Fernsehkanälen, wahrscheinlich 1900 davon in irgendwelchen anderen Sprachen, aber man hat sie. Und die Folge dieser Auswahl, dieser größeren Wahlmöglichkeiten, die sah im Prinzip so aus. Das heißt also, so eine Fernbedienung, die wurde plötzlich Bestandteil unseres Lebens und auch das Verhalten oder das Nutzen einer solchen Fernbedienung
hat einen neuen Wesenstyp, einen neuen Menschentypen hervorgebracht, den, ich glaube, neudeutsch sagt man Zapper oder Zapper. Das werden Sie sicher auch kennen, wenn Sie abends vorm Fernsehen sitzen. Das Programm gefällt nicht, zack, wird durchgeklickt und der nächste Kanal ist da. Also insofern ist das ein Verhalten, das uns seit zumindest Anfang der 80er Jahre allen so in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ganz ähnlich hat sich eigentlich die Situation durch Einführung sozusagen oder durch die Entwicklung des Internets bei uns entwickelt. Ich habe mal so eine Zahl hier rausgesucht, ganz interessant. In Deutschland haben oder wurden allein im Dezember 2012 über 2 Milliarden Suchvorgänge über die gängigen Suchmaschinen wie Google, Yahoo und so weiter durchgeführt. Und vielen von Ihnen wird es sicherlich auch so gehen, dass wenn Sie auf der Suche nach Produkten, nach Dienstleistungen, nach Angeboten sind, dass Sie erstmal googeln. Man geht nicht mehr zum Fachhändler erstmal, sondern man googelt. So, und die Konsequenz davon ist natürlich, dass man sich eine Webseite anschaut, man findet etwas über die Suchmaschine, man stellt möglicherweise innerhalb ganz weniger Augenblicke fest, das ist eine Lösung oder das ist ein Angebot, das mir gefällt oder nicht. Und wenn es eben nicht gefällt, wird es weggezappt. Ich hoffe, dass das Zappen die richtige Aussprache ist. Das heißt also, heute für ein Unternehmen bedeutet das, wenn man im Internet beispielsweise unterwegs ist, birgt das neue Herausforderungen für Inhalte, die ich anbieten muss. Ich muss also meine Seiten im Prinzip so aufbauen und so gestalten, die Inhalte so anbieten, dass derjenige, der auf meine Seite draufkommt, eben auch verweilt und eben auch das Gefühl bekommt, ja, da lohnt es sich mal Kontakt aufzunehmen. Es ist natürlich auch ein Thema der Auffindbarkeit. Wenn ich google, dann macht das, oder wenn ich über Google und Yahoo und so weiter gefunden werden will, dann macht das eben nur Sinn, wenn ich eben entsprechend auch meine Suchmaschinenoptimierung durchgeführt habe. Aber auch die Verfügbarkeit, gerade im Zuge der Einführung oder der Entwicklung mit mobilen Endgeräten, wie sie im Moment gerade stattfindet. Auch dazu noch ein paar Zahlen, ich will die nicht alle durchgehen, es sind immer ein paar interessante Zahlen dabei. Wir alle wissen, dass das Internet heute zunehmend von Menschen in unserem Land genutzt wird. Es werden immer mehr. Ich kann mich auch erinnern an die Zeit in den Mitte der 90er Jahre. Da war ich für ein Unternehmen tätig, das nicht in der IT war. Wir hatten damals einen Menschen im Haus, der drauf bestand und der richtig Politik gemacht hat. Wir brauchen eine Internetseite. Der galt überall noch als Spinner. Mittlerweile hat fast jedes Unternehmen eine Seite. Es gibt auch tatsächlich noch welche, die keine Internetseite haben. Aber die Entwicklung ist eben so, dass immer mehr Leute das nutzen. Ganz interessant dabei ist aber zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt in den letzten 1-2 Jahren durch die Einführung mobiler Endgeräte wie Pads oder auch wie Smartphones. Und da gibt es so Zahlen, ich hoffe, der Leser geht hier, die ganz interessant sind. Also allein von 2012 auf 2013 ist die durchschnittliche Verweildauer im Internet, das Surfen, die Zeitdauer des Surfens von 133 auf 169 Minuten gestiegen. Das hat natürlich was damit zu tun, dass mobile Endgeräte überall den Zugang ermöglichen zum Internet. Aber eine ganz interessante Geschichte, interessante Zahl ist auch die hier. Bisher war es ja immer so, war es jedem klar, junge Leute, meine Tochter, die ist 16 Jahre alt, die surft von frühester Kindheit an im Internet, die ist da völlig vertraut mit diesen Themen. Mein Vater, der Mitte 70 ist, der tut sich da seit vielen Jahren sehr schwer mit, der guckt ab und zu mal irgendwie Sportergebnisse oder sowas, aber der hat zum Beispiel seit einem Dreivierteljahr ein Pad und seitdem ist der wirklich ein Hardcore-User. Der ist jeden Tag von morgens bis abends im Internet und das zeigt auch diese Zahl, die ich da genannt habe, also die Erwachsenen über 70 Jahren, da hat sich allein vom letzten Jahr auf dieses Jahr, auf 2013, einiges getan. Das heißt also auch dort in diesen Altersgruppen ist eine entsprechende Entwicklung zu sehen. Was bedeutet das? Das bedeutet natürlich auch, dass dieses Nutzerverhalten, dieses Zappen, dieses Wegklicken von unpassenden Inhalten und Angeboten, dass das natürlich auch immer weiter, auch selbst in die älteren Generationen hinein,
am Steigen ist, am Wachsen ist. Man sieht auch die Anzahl der internetfähigen Endgeräte, 5,3 sind es in jedem Online-Haushalt und auch die Anzahl der Tablets, was man hier sieht, von 8% auf 19% gestiegen, allein innerhalb vom letzten Jahr. Das zeigt also, welche Bedürfnisse dort sind oder welche Entwicklungen da sind, und das hat natürlich auch Auswirkungen für Ihr Unternehmen, wenn Sie im Internet mit verschiedenen Themen unterwegs sind. Apps ist ein Begriff, der auch mittlerweile überall klar ist, das heißt also Anwendungen, die auf Ihren mobilen Endgeräten laufen. Wichtig dabei ist aber auch eben zu sehen, dass sich das Internet von der reinen Anzeigeplattform natürlich weiterentwickelt zu einem Medium, mit dem zunehmend auch Interaktion stattfindet. Und das hat eben Auswirkungen auf die Anforderungen an Ihr Unternehmen, wenn Sie eben in diesem Bereich unterwegs sind. Das heißt, Anforderungen in der Form, dass Sie natürlich mit Ihren Internetaktivitäten mobil erreichbar und verfügbar sein müssen, dass Sie auch das Spiel mit den sozialen Medien, Social Media etc. beherrschen und dass es natürlich auch zunehmend andere Plattformmöglichkeiten gibt, wie zum Beispiel das Thema Cloud Computing. Für Ihr Unternehmen bedeutet das, dass Sie mit allem, was Sie irgendwie im Internet zu tun haben, natürlich entsprechende Oberflächen anbieten müssen. Da kommen wir gleich noch ein bisschen näher drauf zu sprechen. Sie brauchen die entsprechenden Anwendungen, um auf dieser Klaviatur zu spielen, und Sie müssen sich für die entsprechenden Plattformen rüsten. Ich will jetzt gar nicht großartig in die Technik reingehen, aber das bedeutet auch, die Verfügbarkeit Ihrer Internetseiten so zu gestalten mit den entsprechenden Technologien, wie hier zum Beispiel HTML5, wo Sie also zum Beispiel plattformunabhängig werden mit Ihren Anwendungen, egal dann, ob Sie mit Ihrem Windows Phone oder mit Ihrem iPad auf die Inhalte zugreifen. Das muss entsprechend verfügbar sein. Auch so Themen hier wie Responsive Design ist in aller Munde, bedeutet also, dass Sie wirklich dann auch für die unterschiedlichen Auflösungen entsprechend darbieten können. Eine große Herausforderung ist sicherlich auch die zentrale Pflege von Inhalten, hier noch als Content Management beschrieben. Da komme ich aber noch zu einem anderen Lösungsansatz, der vielleicht heute oder in Zukunft interessanter wird. Okay. Apps und Anwendungen, wie gesagt, sind in aller Munde. Apps kennt man normalerweise auch so vom Smartphone, das heißt, man kann irgendwie vereinfacht auch Inhalte runterladen, bedeutet aber auch, dass es natürlich Möglichkeiten gibt, im Business mit Anwendungen zu arbeiten. Wir hatten eingangs auch auf der Einleitungsfolie stehen, dass man eben auch im Businessbereich mit solchen mobilen Anwendungen auch arbeiten kann. Ich habe Ihnen deshalb hier mal eine Oberfläche oder ein Beispiel auf die Folie drauf gebracht. Ein Produkt, das wir zum Beispiel entwickelt haben, nennt sich Raptor und ist ein Frontend, das für beliebige mobile Endgeräte verfügbar ist, mit dem zum Beispiel Außendienstmitarbeiter ihr ganzes Tagewerk abarbeiten können, Kundenbesuche planen, Kundenbesuche durchführen, Tagesberichtswesen und. Alles immer in Echtzeit, auch aufgrund der heute verfügbaren Bandbreiten, die das Internet oder die Provider auch anbieten, ist das natürlich eine klasse Angelegenheit, wenn man sich überlegt, dass ich als Außendienstmitarbeiter irgendwo auf den Hof fahre zu einem Kunden und eigentlich in Echtzeit zum Beispiel darauf aufmerksam gemacht werde, ob der 5 Minuten vorher gerade irgendwie reklamiert hat oder irgendwas bestellt hat oder irgendeine andere Aktion mit meinem Unternehmen durchgeführt hat. Also es sind solche Beispiele, dass eben Internet nicht mehr nur als, oder die Internettechnik nicht mehr nur als Darstellungsmedium genutzt wird, sondern auch zur Interaktion. Gut, Interaktion bedeutet natürlich auch das Thema Social Media. Social Media ist ein, oder Social CRM nennt man es auch, ist natürlich sicherlich ein Werkzeug oder eine Möglichkeit, auf viel weitergehende und viel bessere, umfassendere Weise mit seinen Kunden und Partnern zu interagieren.
gibt hier so ein paar Beispiele, die das auch verdeutlichen. Also man kann wirklich auch mal reinhören in den Markt, was sind so Stimmungen in Social Media, was sind Entwicklungen. Man kann den Dialog mit seinen Kunden und Interessenten nutzen mit so einem Like. Alle die bei Facebook zum Beispiel unterwegs sind, werden das erleben, wenn sie irgendein Produkt, irgendeine Lösung, irgendein Unternehmen liken, bekommen sie also ständig oder sehr häufig meistens dann auch entsprechende Marketinginformationen, Werbeaktionen, ganz einfach auch auf einem viel einfacheren Niveau und viel lockereren Niveau, als wenn sie das zum Beispiel über irgendwelche Briefzusendungen im Briefkasten haben, die doch meistens dann nochmal vielleicht in den Papierkorb fliegen, genau. Also man hat sicherlich dort auch Marketingmöglichkeiten, man hat ganz einfache Möglichkeiten, ganz kostengünstig an möglichst große oder möglicherweise große Zahlen von Kunden und Interessenten Informationen zu verbreiten. Man kann Probleme lösen und man kann natürlich auch sich mal anschauen, was sind möglicherweise auch Ideen, die im Internet, also auch Geschäftsideen generieren aus solchen Communities, die also wo bestimmte Themen dann eben bearbeitet werden. Früher gab es mal, oder vor ein paar Jahren gab es mal so einen Begriff des sogenannten Crowdsourcings, das heißt also wirklich auch Innovationen aus den sozialen Medien zu empfangen. Das bedeutet, dass ich als Unternehmen natürlich, mal gerade alle aufmachen, dass ich als Unternehmen natürlich die unterschiedlichsten Möglichkeiten habe, auch aus den sozialen Medien Informationen rauszuziehen. Ich kann Verhaltensanalysen erstellen, ich kann Marketinganalysen daraus ableiten, ich kann Marketing-Segmentierungen machen, ich kann Kampagnen durchführen, Werbung pushen. All das bietet natürlich große Möglichkeiten in diesem Zusammenhang. Ganz interessant wird das Thema natürlich dann, das war jetzt nicht wirklich was Neues, jeder, der sich mit Social Media und mit Internet und so weiter befasst, dem sind diese Sachverhalte eigentlich klar. Ganz spannend wird es natürlich dann, wenn es darum geht, alle diese Möglichkeiten, alle diese Werkzeuge und Maßnahmen irgendwo zu bündeln. Das heißt, das ist auch so ein Thema, was bei unseren Kundensituationen ganz oft immer wieder auftaucht, dass die Kunden wissen, ja, es gibt Social Media und wir sollten mit Facebook was tun, wir müssten mal eine neue Internetseite haben und. Das wissen die alle, aber die Frage ist letztendlich, wie kann ich das unter Umständen auch von der zentralen Stelle aus alles bedienen? Was kann ich damit tun? Wie kann ich zum Beispiel das, was in sozialen Medien, in Facebook, Twitter und so weiter über mein Unternehmen oder über meine Märkte, Produktsegmente etc. gesprochen wird, wie kann ich denn das überhaupt auswerten? Und eine Möglichkeit dazu, das ist dann auch ein Schwerpunktthema, das wir im Unternehmen entsprechend auch anbieten, ist im Hintergrund zum Beispiel ein leistungsfähiges CRM-System. CRM ist ein Thema, was auch nicht neu ist. Das ist ein Thema, was es seit vielen Jahren auch am Markt gibt. Jeder hat irgendwo ein CRM-System. Ich habe mal irgendwo gehört, Deutschlands meist verbreitetes CRM-System sei Excel. Das stimmt mittlerweile nicht mehr so ganz. Also mittlerweile hat fast jedes Unternehmen auch irgendwo eine CRM-Lösung. Aber diesen Gegebenheiten, diesen Anforderungen, die heute bestehen, die heute an ein Unternehmen gerichtet sind, die brauchen entsprechend auch eine gewisse technische Möglichkeit dahinter. Und an der Stelle habe ich mir jetzt erlaubt, so ein bisschen auch mal vorzugreifen. Was Sie hier zum Beispiel jetzt sehen auf den nächsten 2-3 Folien, ist dann zum Beispiel ein Ausblick auf die allerneueste CRM-Lösung, die jetzt im Moment am Markt veröffentlicht oder verkauft wird. Das ist Microsoft Dynamics CRM 2013, was zum Beispiel Schnittstellen zu diesen sozialen Plattformen ermöglicht, was aber auch in seiner gesamten Arbeitsweise sehr stark auf diese Social-Media-Nutzung abgestimmt ist. So können Sie hier zum Beispiel sehen Sie hier zum Beispiel so eine Übersicht, also das ist einfach jetzt mal ein Screenshot aus so einem Kampagnentool, mit dem ich in CRM dann zum Beispiel auch Social-Media-Informationen, die wir eben auf einer anderen Folie thematisch gesehen haben, auch wirklich ganz konkret auswerten kann. Ich habe also dort wirklich auch ein Medium, mit dem ich zum Beispiel die Informationen in sozialen Medien, auch auf der Webseite und so weiter entsprechend publizieren kann. Die
Arbeitsweise mit solchen Systemen wird allerdings auch immer moderner. Und jeder von Ihnen, der vielleicht auf Facebook unterwegs ist, der weiß, wie man sich mit Facebook auch bewegt. Da gibt es dann eine Seite, da gibt es dann die Freunde oder die Firmen, zum Beispiel, die man geliked hat, die dort ihre Postings abliefern. Man kann seine Kommentare dazu abliefern und so weiter. Und in der neuen Version zum Beispiel gibt es dann auch solche Dinge, dass Sie zum Beispiel sehen, dass es integriert ist. Sie sehen also hier so ganz normal eine CRM-Oberfläche, in dem Falle auch eine CRM-Oberfläche beispielsweise, die für die Nutzung auf Pads, also für die Fingerbedienung optimiert ist bereits, in die dann auch solche sozialen, ich sag mal, Verhaltensweisen auch eingearbeitet sind. In dem Falle nennt sich das hier Yammer. Das ist ein Microsoft-Produkt, das es ermöglicht, ganz ähnlich wie Sie das von Facebook kennen, in der Anwendung integriert auch miteinander zu kommunizieren innerhalb des Unternehmens. Das heißt also in der Form, dass ich zum Beispiel einen Kunden, eine Kundenkommunikation, eine Verkaufschance, die ich mit einem Kunden habe, einfach im System like und dann für die Zeit, wo ich dieses Ding geliked habe, auch immer wieder darüber informiert werde, was passiert gerade mit diesem Teil. Ich kann meine Kommentare dazu abgeben und irgendwann, wenn das Ding erledigt ist, kann ich auch diesen Connect dann nochmal entkoppeln. Ich sehe also hier, wer da was postet. Ich kann alle Einträge anzeigen lassen, zum Beispiel. Ich sehe hier auch zum Beispiel die Kommentare, die dazu abgegeben werden von den Kollegen und Kolleginnen. Und wenn ich mir dann das Ganze auf meiner Yammer-Seite ansehe, dann sieht man auch relativ schnell, das sieht schon ziemlich so aus wie Facebook. Das heißt also, eigentlich genau die gleiche Art und Weise der Nutzung, wie ich das von Facebook, von Social Media kenne, innerhalb des Unternehmens. Das ist natürlich eine ganz andere Art des Arbeitens, wie man das bisher vielleicht in klassischen CRM-Systemen kannte, die im Wesentlichen so Adressmanagement machen, Marketing-Kampagnen und so durchführen. Und das sind solche Beispiele, wie sowas aussehen kann. Ein weiteres Thema ist natürlich auch die integrierte Kommunikation, zum Beispiel mit solchen Medien wie Skype und so weiter, also wo ich dann ganz leicht auch innerhalb des CRM-Systems oder innerhalb meiner Arbeitsumgebung auch untereinander kommunizieren kann, mit meinen Kollegen kommunizieren kann, mit Bildtelefonie, also Videotelefonie und solche Dinge. Da bieten sich heute natürlich entsprechende Möglichkeiten. Gut, der Begriff ganzheitliches Kundenmanagement wurde anfangs ja auch dargestellt, bedeutet entsprechend für uns, dass wir unseren Kunden zur Seite stehen, wenn sie sich die Frage stellen, was mache ich jetzt mit all diesen Möglichkeiten, die es da gibt, wie kann ich die zusammenfassen zu einer ganzheitlichen Kundenmanagement-Strategie, wie kann ich diese Dinge einsetzen, Social Media, CRM, E-Business, Internet, alle diese Dinge und eben nicht nur technisch zu implementieren, sondern eben auch den Schritt weiter zu gehen, mit dieser Technik, die man dann irgendwann installiert und implementiert hat, auch entsprechende Erfolge zu erzielen. Und das ist auch im Prinzip schon so ziemlich das Ende meines Vortrages, wenn Sie mehr darüber wissen wollen. Wir haben Ihnen hier, ich gucke mal auf die Uhr, ich bin noch ganz gut in der Zeit, genau. Wir haben leider jetzt diesen Vorhang, hinter dem Vorhang haben wir Ihnen den roten Teppich ausgerollt. Sie können also gern bei uns vorbeikommen, die AAG, wie gesagt, Feldmannstraße. Und dann würden wir uns natürlich auch freuen, auch Ihnen bei Ihrem Weg durch diesen Dschungel beizustehen. So, ich bedanke mich. Vielen Dank.